floors, walls and windowsills. Tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Ja, das war's, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Wir haben Weihnachten. Unser letztes Türchen ist aufgegangen und wir sind unheimlich froh und dankbar, dass Sie uns durch diese Zeit begleitet haben. Wir möchten uns ganz, 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 ganz herzlich bei allen Mitwirkenden bedanken. Es war für uns unglaublich, wie viele Künstler und Künstlerinnen so spontan bereit waren, an den Türchen mitzuwirken und uns teilweise innerhalb von Stunden ihre Videos zugesandt haben mit den verrücktesten, außergewöhnlichsten und sinnlichsten und poetischsten und musikalischsten Ergebnissen, die wir uns überhaupt vorstellen konnten. Wir waren jedes Mal so überrascht und so berührt über jede Zusendung und das ist wirklich nicht selbstverständlich und es zeigt sich, wie doch wir zusammengewachsen sind und auch in dieser schwierigen Zeit, wie sehr wir zusammengehören. Und ja, mich hat es oft gerührt. Mich rührt es auch jetzt noch, wenn ich teilweise die Türchen mir dann nochmal angucke. Und ich kann nur allen ganz, ganz herzlich ein Riesendankeschön sagen. Vor allen Dingen möchte ich mich aber auch bei unserem wunderbaren Moderatorenteam bedanken. Allen voran Viola, Melia und Lenny, die das so großartig gemacht haben. Und Eike, der diesen Schnitt so sensationell zusammengesetzt hat. Es war eine Freude und wir waren wirklich jeden Tag stundenlang alle damit beschäftigt. Weiß man vielleicht gar nicht, wie viel Arbeit dahinter ist. Aber es hat so viel Freude gemacht und uns wirklich diese Vorweihnachtszeit versüßt. So, jetzt fällt auch noch eine Träne, wenn das nicht poetisch ist. Ich möchte mich aber auch bei allen vom Team des Stadttheaters bedanken. Hinter den Kulissen, hinter der Bühne, die uns so supportet haben, wie man so neudeutsch sagt, die immer bei uns dran sind. Und wir sind wirklich da, auch in dieser stillen Zeit jetzt im Theater selbst und sind weiter für Sie da und freuen uns auf die Zeit, wenn wir wieder Theater machen können. Und wir können nur hoffen, dass Sie uns gewogen bleiben, dass Sie sich genauso unverschämt darauf freuen, wenn Theater wieder losgeht. Und jetzt heißt es erstmal Weihnachten wunderschön verbringen, bitte so safe wie möglich, bitte niemanden anstecken, immer dran denken, es geht auch weiter, wenn man nicht die Nähe so sehr zulassen kann. Hauptsache ist man, dass man mit dem Herzen und emotional beieinander ist. Kommen Sie gut rüber in 2021, wir freuen uns wahnsinnig drauf und dann hoffen wir drauf, dass es irgendwann mal wieder so richtig losgeht und dass irgendwann Corona so im Griff ist, dass das Leben pur wieder stattfinden kann und dann werden wir alle, glaube ich, nur noch ununterbrochen Partys feiern oder Theater gucken und Musik hören und es wird so schön und das Allerschönste wird dann sein, wenn wir uns alle wieder in den Arm legen können. In diesem Sinne, ein schönes Weihnachtsfest.